Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bioshock 2. So, wo ist die Tante? Wir haben wieder eine Kamera. Graces Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Diesmal so freundlich. Also diesmal können wir... Entschuldigung, ich wollte die Dame nicht unterbrechen. Ich dachte, das Publikum ist längst weg. Okay. Alter, schreck mich doch nicht. Eine brennende Badewanne. Gibt es nur hier auf meinem Channel. Einschalten. Ha. Oh Mann, ist das durch. Wo müssen wir lang? Hier nehme ich an. Das hat sich gereinigt. Wunderschön. Nice. Gut. Okay. So, ich schätze, hier ist nichts. Das schätze ich wirklich. Hier ist alles so verkabelt und die Schmetterlinge. Die Schmetterlinge sind eigentlich ganz schön, aber dieses wirklich Butterfly-Effekt? Ich weiß nicht. Aber das ist so dieses Indiz dafür. G. Holloway. Wir sterben beide heute Nacht, Monster. Ich, weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu töten. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Mhm. Oh, guck mal. Rosa. Teddy. Ist das süß. Der Teddy ist so groß. Und Eleanor ist immer weiter gewachsen. In 7 Jahren war sie so groß. Da ist Lamb mit Eleanor. Blöde Lamb. Aha. Okay. Rechnen. Ach, das war das Kinderzimmer scheinbar von der Eleanor. Scharfer Beobachter. Mhm. Mache deine Forschungen effizienter mit scharfer Beobachter. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hast. Erhöht die Forschungsboni, ermöglicht dir schnellere Forschungsschritt. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Nehme ich mal an. Ne? Können wir später noch machen. Oh, eine Spieluhr. So, wo ist sie denn? Ah, Verbandskasten. Was steht denn da schon wieder? Ich kann das gar nicht entziffern. Unser Splitter sieht aktueller aus. Wo ist sie denn? Ach, da. Guck mal, was ist denn da? Da ist irgendwas. Ein Knopf. Ein versteckter Schalter. Interessant. Alter, immer dieses Ding hier. Lamp ist enttäuscht. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor. Und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Mhm. Die Geheimnisse, die ihr anvertraut wurden. Wie dieser versteckte Schalter scheinbar. So. Ah ja. Da hinten scheint sie sich verschanzt zu haben. Jetzt sehen wir die Spritze ja nicht mal mehr. Ist mir gerade jetzt nach einigen Folgen aufgefallen. Fenster? Hallo? Da ist sie. Ich weiß schon, was du willst. Nur zu, hol's dir.
Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Oh. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Da ist sie. Es ist deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Da guckt sie uns verachtend an. Da liegt der Schlüssel. Was ist los? Mach schon, du gottverdammtes Monster! Tu, was du immer tust! Na los! Hä? Also, Zigarette? Es ist ja alles nur ein Missverständnis und guck mal, sie ist unbewaffnet, sie ist schon bereit dafür. Ich glaube, das Schlimmste, was wir ihr jetzt antun können, ist sie vom Gegenteil zu überzeugen, indem wir sie in Ruhe lassen. Mach's gut. Dann geh doch zum Teufel! Los! Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Mhm. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Du hast es erkannt. So, wo ist sie denn hin? Die Person, die hier eben noch drin war. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich in dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Na, war vielleicht doch die richtige Entscheidung. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste. Da kommen sie. Der Hinterhalt. Ein Herumtreiber? Jetzt hätten wir das Elektroplasmid gebraucht. Ah, verdammt. Okay, das ist nicht auf unserer Seite. So. Okay, weiter geht's. Da ist eine Vita-Chamber. Eigentlich ganz gut mit den Bots hier, ne? Oh, guck mal, wie süß. Naja, von Gesichtern her nicht so süß, aber ihr wisst schon, ne? Zu Grace war Ryans Paradies äußerst unfreundlich. Sie sprach sich in ihren Songs gegen ihn aus und er setzte sie auf die schwarze Liste. Es hat sie ruiniert. Aber in der Familie hat sie Hoffnung gefunden, einen Grund, neuen Atem zu schöpfen. Frage dich, Delta. Hast du es verdient, ihr das zu nehmen?
komm schon. Hallo? Ja! Das kennen wir noch vom ersten Teil. Hypnotisieren? Ja, hypnotisieren. Warum denn eigentlich nicht? Ist da noch jemand? Moment, das will ich noch ausprobieren. Kümmert das sich jetzt um die Gegner? Ich hoffe es mal. Ich will hier gerne erstmal alles aufräumen, ne? Oha. Ja, wo ist der denn? Na, dann gehen wir einfach mal weiter, oder? Ja? Nein? Tja, nein. Ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamb ein paar Fragen stellen müssen. Oh oh, ob das für sie gut ändern wird? So, und jetzt bist du dran. Du hast gut gedient, mein Lieber. Hä? Tagebuch? Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Grub. Diese Trottel sehen einfach das Potenzial nicht in übrig gebliebenen Spuren von Sports Boost oder Körperpanzerung. Den Tonika für den Aufbau von Muskelmasse und Dichte. Da ist jede Menge Musik drin. Erster Test meiner neuen Formel. Testsubjekt? Hartwig Leo. Also. Geh zurück zur Bahnstation, mein Junge. Ja. Sehr ausführlich beschrieben. Dankeschön, das werden wir tun. What do you see afraid? Huh. Oh Mann, 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 Mann. Auf geht's zurück zur Station. Sollen wir da mal wechseln? Warte, wir haben Telekinese, Hypnotisieren. Ja komm, das lassen wir mal. Das lassen wir einfach mal. Und auf geht's zurück zur Station. Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen. Aber bei mir geht das nicht so leid. Mir ist egal, was die Lamp denkt. Die muss aus dem Weg geräumt werden einfach. Ja, das ist jetzt blöd, aber wir gehen einfach mal weiter. Schalter betätigen. Und tschüss. Es geht immer weiter geradeaus. Verlassen wir den Zug Pauper's Drop. Wo geht es nun hin? Siren Alley. Halte R2 gedrückt und drücke Kreis, um einen Bohrersprung auszuführen. Bohrersprung, das haben wir ja schon im ersten Teil gesehen. Von den ganzen Bouncern. Wie die richtig uns weggebounced haben. Die Musik ist schön. Sehr entspannt. Zum Fortfahren X drücken. So, auch noch ein bisschen drüber reden, sonst gibt es wieder GEMA-Probleme, das kennen wir ja schon alles. Inhalt wird gespeichert, bitte schalte dein PlayStation 4-System während des Speicherns nicht aus. Und es geht weiter. Oh. Nanu? Höret mich an, ihr, die ihr das Lamm Gottes schlachten wollt. Niemals werdet ihr ihren Garten erreichen. Scheiße! Verdammt. Junge? Na komm, wach auf. Ach, da bist du ja. Ich hab schon gedacht, du bist auf dem Torpedo ins Jenseits geritten. Ich bin jetzt im Dionysus Park. Die Bahn ist im Eimer. Überall Lecks. Der ganze verdammte Laden hier ist überflutet und abgeriegelt. Aber es gibt eine Pumpenstation hinten in der Siren Alley.
Die könntest du so umfrisieren, dass der Park trockengelegt wird. Dann könntest du rein. Geh zu den Pumpen. Beeilung. Dann gehen wir mal dahin. Finde Pumpschatz, Pumpenstation 5. Oh. Wer läuft denn da? Ah. Hallo. Ich sehe, Pfarrer Wales hat dich von deinem Gefährt getrennt, aber du lebst noch. Gratuliere. Danke. Heute triffst du einen Mann, der den Tod nicht fürchtet. Und für Eleanor würde er mit einem Lächeln auf den Lippen ins Feuer gehen. Adam. Nice. Da. Luft. Seht euch diesen rostigen Blechhaufen an. Macht ihn fertig, Jungs. Hey, das war gemein. Sollen wir das mal eben übernehmen? Los! Okay, der ist sauer. Der ist sauer. Hallo? Oh, da ist er ja. Hallo? Schwere Nieten. Den haben wir gleich. Oh oh. Oh oh, der hat uns gleich. Der hat uns gleich. Der hat uns gleich. Ja. Oh. Der war richtig aggressiv drauf. Rambler. Huch. Na, verdammt. Nein, 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 nein. Nein! Little Sister! Die schnappen wir uns noch. Wo ist sie? Ja. Jetzt können wir uns das denn besorgen. Ja, natürlich, meine Kleine. Komm her. Steige auf. Und wir steigen gemeinsam auf. So. Nein. Ja, Verbandskästen. So, perfekt. Das brauchen wir auch. So. Okay. Ich hab doch meine Münze gehabt! Was war denn da los? Man weiß es nicht. Ach, da. Oh, Marshmallows. Das ist so kaputt. Das ist einfach so kaputt. Ach da. Hallo. Jetzt ist Plan B gefragt. So, da oben. Da. Wir haben Adam gefunden, Daddy. Adam Sandler. So, jetzt geht es wieder rund hier. Okay. Ihr kennt das Spiel. Ups. So bringt das recht wenig. So, erstmal hier wieder alles schön absichern. Mhm. Hier. Hier. Eine haben wir noch. Großer Filmregisseur, was? Hey,
Chaos in der Lüfte feilt, was? Lügner, deine Sache kenne ich. Hier. Okay. Was ist das? Nimm sie dir. Draußen? Adam drin. Wo ist meine Markierung? Ich bin dir Es geht wieder los, meine lieben Freunde. Hallo? Weil ich Hallo? Hey! Ach, wo kommst du her? Seit wann ist da eine Tür? Hallo? Das ist die kleine Geburt. So, mach mal ein bisschen schneller, bitte. Okay, mir geht die Munition alle. Du auch? Boah, was war das denn? Noch mehr? Niemand mehr? Okay. Komm her, meine Kleine. Das bist du. Komm her. Naja, ich finde, ich habe da schon einiges drauf gehabt hier im Kampf, ne? So viele wie hier jetzt rumliegen. So, hier noch ein bisschen Loot. Mit Loot geht's uns gut. Wer ist denn das? Die Bestie Ryans lebt! Wer ist denn das? Versammelt die Familie! Wer ist das denn? Das war der... War das der Pfarrer? Großer Gott, ich glaube, das war Simon Wales. Was hat er mit sich angestellt? Er und sein Bruder waren die Architekten Raptures. Aber als Doc Lamp ans Ruder kam, hat Simon Gott gefunden. Er hat eine Art Kirche unten in der Puppenstation. Vermutlich bricht der jüngste Tag an, wenn du dorthin kommst. Alter, was war das denn? Immer wieder was Neues zu entdecken hier. Immer wieder neue Psychopathen. No, die hat mich süß genannt. No. Sollen wir da runter? Hallo? Ah. Ja, guck mal hier. Ich glaube, Mutter weiß, dass ich dir helfe. Sie beschleunigt meine Behandlung. Lass mich nicht im Stich. Sicherheitskommando. Mhm. Mit Sicherheitskommando übernimmst du die Kontrolle über die Sicherheitselemente von Rapture. Die feindliche Sicherheit und deine eigenen Bots werden dem hüpfenden blauen Ball folgen und ihn angreifen. Das können wir mal austesten, ne? Tricksen Sie Sicherungssysteme aus. Manipulieren Sie Bots, Geschütze und Kameras, um dort anzugreifen, wo Sie es wollen. Schicken Sie verbündete Bots auf Missionen. Geil. Sehr geil. So, wo sollen wir lang? Oh. Hey, wo ist sie? Da. Ging gerade recht wenig irgendwie. So. Hey. So. Okay. Ich bin wieder in dieser Folge ziemlich ruhig, ne? Liegt an der hohen Konzentration, selbstverständlich. Ja. Hope this helps. Come soon to come find me. Das. Oh. Haben wir da was? Von Razzo Farm? Mini-Geschütz.
So, anders ging's gerade nicht. Dann müssen wir hier halt wieder hacken. So. Verbandskästen. Sehr nett. Mhm. Okay, okay, da können wir wieder looten ein bisschen. Hier funkelt wieder was. Da funkelt doch wieder was! Na wo? Wo? Zeig dich! Du Funkelding! Da oben. Wahrscheinlich, ne? Was ist hier noch? Da liegt eine Leiche. Da ein Autoheckpfeil. Mhm. Wo, 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 wo. Ich meine, hey, alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Ja, das war blöd. So. Was ist mir? Das findet den Schlüsselcode. Ah. Lamp ist die Rettung. Daniel, wir beide haben die Pläne für Rapture entworfen. Wales und Wales Architekten. Weißt du noch? Aber Andrew Ryan hat uns auf die schiefe Bahn gebracht, mein Bruder. Weg vom Allmächtigen hat er uns geführt. Entschuldigung? In Dr. Lamp liegt die Rettung, Daniel. Ich verlange ja nur einen Beweis, dass noch ein Fünkchen Glaube in dir lebt. Ich habe im Pink Pearl deiner Firma ein Geschenk für dich hinterlegt. Finde den Code darauf, Bruder, und wir werden gemeinsam für deine arme Seele beten. Okay. Finde Daniel Wales im Pink Pearl. Wahrscheinlich eher die Leiche. Was haben wir hier? Ah. Ah, süß, diesmal nicht durchmessert. Ich stotter schon wieder beim Reden. Oh. Der hat sich nichts gefallen lassen. Das Band! Das Band! Oh, das tut der Little Sister gar nicht mal so geil. Weg, 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 weg. Oh. Alter, was ist das für ein Big Daddy schon wieder? Sehr gut. So. Der holt deine Little Sister. Ich werde den verwirrenden Gedanken nicht los, dass ich dir mein Leben verdanke, Fremde. Ich schicke dir ein Notfallpaket mit der Ruhrpost. Aber nichts Dr. Lamp sagen, ja? Das bleibt unser Geheimnis. Kannst du nicht mithalten? Da, die Ruhrpost. Sehr geil. Oh! Alter, was ist das? Harpune? Nice. Nice. Ah. Oh, Alter, was ist hier passiert? Ja, das kennen wir ja schon. Alter, was ist hier passiert? Aber wisst ihr was? Mit der Harpune sind wir ja ziemlich gut ausgerüstet. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wir haben jetzt genug Speere gesammelt. Den lassen wir in Ruhe. Der sieht ziemlich brutal aus. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Bioshock 2. Ciao!